Aufnahme starten. Bitte läuft doch alles. Okay. Willkommen zurück, Gugget, euch willkommen zu einer Folge von Cool Blech. Ihr habt alle... Ja, hallo, ihr habt alle... Und wir sind auf dem Kanal von Mike Pieter zusammen. Yo, Leute, Max am Start. Ihr haltet alle eure falsche Anmoderation. Hallo, mein Name ist Iggy. Willkommen zu einer neuen Folge von Cool Blech 2. So. Hi Leute, willkommen zu Quiplash 2 International. Heute spielen wir es mit ein paar anderen Leuten. Und in dem Spiel geht es eigentlich nur darum, dass wir alle ein paar Sätze bekommen. Und dann müssen wir die Lücken ausfüllen. Und dann voten wir für die lustigste Antwort. Und ja, mit dabei ist Cobra. Chris. Ja, Leute, Max am Start. T zu dem NGM-Tutu. Was geht ab? Ich bin hässlich und das, ja, ich bin hier, weil Mike ist auch hässlich und zwei hässliche Menschen sind besser als eine. Sagt der mit drei und Augen. Und ihr seid stolz. Und ihr seid stolz. Sagt der mit drei Augen. Und dann haben wir Iggy. Quiplash 2 International! Okay, let's go. Falsche Antworten gibt es nicht. Aber jetzt wieder dieser komische, cringy Gartensager. Ich bin Schmitty, ja. Und mein Berufsberater meint, ja, das hier sei der einzige Job, für den ich tauge. Ich will, dass ihr alle 110% gebt. Für mich steht viel Geld auf dem Spiel. Wild. Jetzt kommt Runde 1. Okay, Round. Okay, let's go. Fight. Werden zwei Prompts angezeigt. Diese könnt ihr so clever oder unclever beantworten, wie ihr wollt. Dann entscheiden sich alle zwischen eurer Antwort und der eines Mitspielers. Eure Punkte hängen von der Anzahl an Spielern ab, die eure Antwort mochten. Und für den Gewinner gibt es noch einen Bonus. Los! So, ich finde, der Zähler ist mir sehr, sehr suspekt. Mhm. Abgehoben. Neuer YouTube-Channel. Mal sehen, wie ihr euch angestellt habt. Let's go! Fangen wir an mit, was man einem kranken Kind nicht versprechen soll. Oh nein, das wird böse. Keine Sorge, bald bist du an einem besseren Ort. Wow, ich hätte viel bösere Sachen erwartet. That's deep. Let's go! Ja, danke. Und weiter. Worüber Schaufensterpuppen ständig nachdenken. Okay. Oh nein. Meine Augen sind hier oben. Gott, und ich dachte, wir sind wohl im Kopf. Wir sind beide stark. Das oben. Das Ding ist, ich weiß jetzt schon, was von Max ist. Ich weiß jetzt schon, was von. Ah, doch nicht, ist von Mike. Neu, ich dachte, es wäre von Mike. Wäre von Max. Und meine Augen sind hier oben. Halt, Real Rap stellt dir so vor, wie viele Leute einfach bei Schaufensterpuppen einfach am Gaffen sind. So. Ich bin Erster! Ich bin Erster! Ich Hallo, bin Letzter von hinten. Ja, ihr könnt ja, nicht alle. Du bist wohl Letzter. Wird mal besser. Wird mal besser. Nein, ich bin... Nein, Mike, ihr habt es falsch verstanden. Ich bin Erster von hinten. Achso. Oh, das ist... Nee, nein, nein. Das ist auch nicht so gut, wie wir auf den Mond hätte bringen können. So random. Ja. Ich hab auch was random. Ich hab auch ein random. Mann. Ey Chris, wie kann das sein, dass du immer direkt nach mir fertig bist? Also, dass ich immer als Erstes fertig bin, das bin ich gewohnt, aber... Okay, denkt dran, das ist alles allein eure Schuld. Sorry. Unser erster Prompt ist... Die neue, viel bessere Soko-Krimiserie. Soko... My Dick. Die Freizeitdetektive Hauptrolle. My Dick. Oh Mann, ey. Oh Mann. Max, dafür, dass du meinen Joe geklaut hast aus meinem Kopf. Geh aus meinem Kopf raus, verdammt. Geh aus meinem Kopf. Als wir Offscreen gespielt haben, ist er auch mal in meinem Kopf gewesen. Gebt eure Stimmen ab. Oh Mann. Mein Junge Chris. Was denn? Vor allem Mai! Ja? Ich dachte, du musst voten, Max. Schade. Das ist so cursed, dass Chris vor mir fertig ist, ne? Eigentlich bin ich immer als allererstes fertig. Und jetzt, wo Chris. Mann, ich bin besser als du. Ich bin einfach besser als du. Was? Kannst du doch mal sagen, wenn, dann, wenn ich dann gewinne? Okay. Ja? Dann möchte ich es nochmal. Ja? Okay. Mhm. Ja, 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 ja. Wie würdest du deinen ersten Tag als Bundeskanzlerin verbringen? Aha. Haben Sie mich gerade bestellt? Schauen wir mal, wer in Führung liegt. Ich natürlich. Ich bin einfach am lustigsten von euch allen. Ihr Unlustigen da. Nicht Letzter.
Sicher, Mike. Das wäre so ein Rauschen. Mike, du musst das als E-Rap hinzufügen. Ja, ja. Danke. Mann, ich hab an das geglaubt. Wow. Das ist immer das Gleiche. Max, geh aus meinem Kopf raus. Ja. Geh aus deinem Kopf raus, Max. Das nervt. Ich hab einfach irgendwas gewählt. Oh Mann. Ich werde euch finden, ja. Ich werde doch erst eins. Leider nie veröffentlicht. Harry Potter und... Oh nein. Und der Duden und der Stein auf dem Boden! Ey, das ist zu stark, sorry, aber das ist zu stark. Zu stark. Och Mann, Cobra! Was? Ich werde euch finden, dann werde ich Cobra töten. Jetzt lange über die Berufe gibt's. Ja! Ich komm zurück, Baby! Oh Gott, Mike könnte mir jetzt wirklich gefährlich nahe kommen. Chris denkt sich jetzt gerade so, Mann, ich hab mal uns geglaubt. Mal sehen, was sich bei den Punkten getan hat. Komm, Platz 1, ich bin einfach lustig. Komm, ich bin einfach lustig. Oh, Platz 2. Nicht letzter. Mike, gib das doppelte Video. Ja, noch. Und jetzt Runde 3, der letzte Lash. Jetzt werde ich Goldpokal bekommen. Alle denselben Prompt. Ach du Scheiße. Oh, nicht Akro-Lash, das ist langweilig zu davon. Überlegt euch, wofür dieses Akronym ausgeschrieben steht. Oh nein. Oh Mann! Sucht euch aus, wie ihr einen Kriegt. Okay. Max gibt sich einfach gar keine Mühe mehr, ich seh's schon. Und dann denkt sich, er kann es nicht mehr aufholen. Ich werde aufholen! Dann wollen wir mal sehen, wo die Medaillen hingewandert sind. Zeigt mir das Silber! Ja, danke schön. Alter, warum bekomme ich was? Dankeschön, vielen Dank. Ich bin Erster und werde nochmal zu holen. Tschüss, Ingi. Tschüss, Max. Tschüss, Chris. Mir war es einfach egal, ich wollte einfach hinschreiben, ist ein YouTuber, oder? Okay, was sagt der Endstand? Komm schon, bitte, bitte! Komm schon! Ich bin jetzt nicht von euch. Ey! Nicht letzter! Chris, nicht letzter! Nicht letzter! Ich bin euer Moderator Schmitti und man hat mir gesagt, dass ich leider kein Trinkgeld mehr annehmen darf. Das Tolle an einer neuen Spielrunde ist, dass ihr euch im Moment alle den ersten Platz teilt. Und den letzten. Ja, das stimmt. Ja. Dieser Moderator ist mir so suspekt. Je nach eurem Anteil an Stimmen erhaltet ihr Punkte. So. Außerdem gibt es einen Bonus, wenn ihr mehr Stimmen habt. Das ist echt stark. Der nächste? Das Schlimmste daran, sich einen Schlafsack mit diesem Spieler teilen zu müssen. Danke. Oh! Okay, danke, Max. Oh Mann, ist das schlecht. Erste. Der schlechteste Zeitpunkt, um zu sagen, dass man die Scheidung will, ist... Wenn du ihn nicht schnell genug rauskriegst, 10 Minuten nach der Hochzeit via WhatsApp. Oh mein Gott! Kommt für manchmal lustig. Dankeschön! Ach, Chris, was sagst du jetzt? Ich gewinn doch! Was Zane von One Direction macht, wenn er 40 ist. Das wird jetzt... Stimmt jetzt ab. Wow. Okay. Komm schon. Okay. Komm schon, please. Okay danke, nein. Max. Chris, fandest du es wirklich besser oder wolltest du nur gegen mich stimmen? Ich wusste nicht, was du das gemacht hast. Wir sind am Ende von Runde 2. Mal sehen, was sich getan hat. Aber ich werde trotzdem über dich sein. Über mir sein. Siehste? Was? Nicht Fünfter. Miese. Okay, jetzt muss ich hier richtig reingehen. Schauen wir uns den endgültigen Punktestand an. Tja.
Tja, Chris, konntest du mich doch nicht mehr überholen. Und Ingi auch nicht mehr Zweiter werden. Gewonnen! Nicht Fünfter. Ich bin kein Fünfter, Ingi. Mach dir keine Hoffnung. Quiplash 2 International. Willkommen bei Quiplash. Ich bin Schmitty. Gentleman Jensen. Ich bin heute euer Moderator, weil ich eine Wette verloren habe. Tja. Ich hoffe, ihr habt alle eure Quip-Hosen an. Also, lass mich nachchecken. Das hab ich nicht. Egal, ich muss trotzdem irgendwie gewinnen. Ey, das ist beide stark. Das ist beide stark. Ich weiß, dass es wohl das eine ist. Ich werde extra das andere wählen. Ich wähle gegen Amogus. Das kann nicht so weitergehen. Oha. Du kannst nicht immer Amogus als Antwort nehmen, Max. Da Junge. Kommt der nächste vom Band. Eine Genesungskarte für jemanden, der von einem Roboter verletzt wurde. Und abstimmen. Beides stark. Tatsächlich beides ziemlich stark. Komm schon. Oh Gott. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch. Ja. Ich hoffe, ihr tretet auf Lego. Oha! Mal sehen, wie ihr abgeschnitten habt. Aua, das war zu viel. Die haben zu mir abgeschnitten. Nicht letzter. Get fucked, boy. Jetzt einfach kommt lächerlich. Alles ist doppelt so viel. Faster, boy. So, das ist einfach enttäuschend. Wie unlustig alle seid. Doppelt so viel. Was man seinen Kindern nicht sagen sollte, wenn der Hund gestorben ist. Okay, wählt jetzt alle euren Favoriten. Okay, damit kann ich leben. Ihr wisst schon, Garfield ist geschlechtslos. Och man, ihr seid so unlustig! Nein, ja. du sollst einfach nicht vor mir kommen, Mike. Als nächstes an der Reihe ist der neu. Nein, mit dem. Gebt eure Stimmen ab. Okay, ich gebe es zu, Max. Du hast mich. Chris. Nein! Oh, Max! Ist der neu? Nein, mit Abo. Vielen Dank! Willst du nicht den Mungus jetzt wählen, Schamogus? Okay, Mike. Nein! Nicht letzter! Friss das, Mike! Das wird sich noch ändern. Knöpft sich diesmal Comic! Ah, Word! Microsoft Word! Folgt einfach diesen Wordlash-Anweisungen. Überlege dir eine Liebeskomödie mit diesem Wort im Titel. Tintenfisch. Oh nein! Oh nein! Wahrheit. Bitte verteidigen. Das eine hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Okay. Ihr wisst schon, dass das Wort Tintenfisch mit drin sein muss. Schön und der Tintenfisch. Okay. Okay, das ist gut. Unten rechts ist gut. Mach ich Spaß. Diese. Und Gold. Dankeschön. Ach, irgendwie. Das tut mir was aber nicht leid. Was habt ihr mit Kriegliebe mit Tintenfischen Extreme 2? Was habt ihr dagegen? Das ist ein super Film. Das war's. Kommen wir zum Endstand. Ich werde sie überholen. Oh nein, werde ich nicht. Nicht letzter, friss das, Mike. Okay, Bolle! könnte lustig werden, mal schauen. Wir beginnen mit Lifehack. Na. Wenn du kein Weinregal hast, nimm doch das dafür. Okay. Wow, oh, dann kein Weinregal hast. Wow. Nimm doch Die sind beide gut. Ingi, warum nimmst du immer mich? Das ist gut. Ich werde mich nicht selber wählen. Nein. Dein scheiß Ernst? Wollt ihr mich verarschen? Wo war das gut? Das ist so... Oh shit. Ich hab kein Weinregal. Mike, halt mal kurz die zwei Weine. Punkt. Eine wirklich seltsame Geschäftsidee. Miet.
Meat and Tree. Ey, das ist beides stark. Meat and Weed. Das ist beides stark. Oh Gott. Ey, das hört sich aber... Meat and Weed. Das hört sich voll geil an, wenn man so eine Freundin einfach trifft. Der Prompt ist... Das seltsamste Talent, das man bei einem bunten Abend zur Schau stellen könnte. Oh nein. Okay. Thanks for Gation. Mein drittes Bein. Ich fühl's einfach, Entschuldigung. Ja, ich hab mich entschieden. Ja, du fühlst es, ne, Ingi? Danke, Chris. Ich bin halt komplett bei Cobra. Ist der Nächste. Okay. Was Ronald McDonald gemacht hat, bevor er den Job bei McDonald's gekriegt hat. Stimmt drauf los. Ey, das ist zu stark. Das ist zu stark. Das ist zu stark. Sorry, Chris. Ich habe sogar extra Pennywise sogar nochmal gegoogelt, weil ich mir wusste, wie er heißt. Oh nein, ich verstehe beides. Ich verstehe beides und beides ist sehr, sehr stark. Ja? Danke. Oh, ja. Danke. Nicht danke, du kleiner Keck! Schluck Schnecken! Scheiße, mein Zauberstab ist kaputt, dann kotzt du dir jetzt erstecken aus. Und der Nächste hat's nicht verstanden. Eine neue Innovationsrichtung für Gummibärchen. Oh nein, nein, bitte nicht. Bertie Boats Bonnen! Gesund ist mein Lieblingsgeschmack richten. Ich gebe alles, Georg. Ja, Comic! Ja, Comic! Na, endlich. Komm, ich muss weiter, ich will drunter werden. Gib uns einen guten Grund, dich nicht aus dem Dorf zu treiben. Schauen wir uns eure Antworten an. Dann verteilen wir mal ein paar Medaillen. Oh Gott. Ich hab den Shiny Dex in der Rüstung. Warum finde ich das lustig? Max, es ist locker von dir. Ich sag nichts. Also ja. Sehr schön. Dann lasst uns mal sehen, wer sich die Medaillen geschnappt hat. Silber? Ich hab mir keine Mühe gegeben, als ich mich jetzt habe. Oh, danke. Ja. Gold. Oh, meins war halt ein alter Klassiker. Ich habe deins verstanden. Uga, Uga! 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 Warum gibt es Mike als Spielbahn-Charakter an diesem Spiel? Sieht wirklich aus wie so ein bisschen Samt, so ein bisschen. Na schön, dann schauen ja. wir mal. Prompt Nummer 1 mir Angst. Ist, der einzige Weg, eine Bettwanze wirklich tot zu kriegen, ist... Okay, wählt euren Favoriten. Beides stark, oh. Aber ich muss, ernst bleiben. Sorry, Max. Körpergewicht ist not fun. Ganz falsch. Zustimmen. Ja, mach mal, jetzt reiht sich beim Fell ein. Was? Das ist ein richtiger Max, das ist ein richtiger Max. Was das angeht. Was darf da gehen? Dankeschön, nehme ich trotzdem an. Fuck, okay. Ich muss immer so tun, als wäre ich jemand anderen. Dann kriege ich die Punkte. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ich will das, was nicht meinen Namen beinhaltet. Yes! Ja, Chris. Ihr Mister! Das hast du davon, wenn du meinen Namen beschmutzt. Aber hey, danke, dass du es so beschmutzt. Sollte es spezielle Grußkarten geben. Okay, stimmt ab. Schönen Todestag, Alter. Wenn jemand Mike wie zusammenfällt, lebe ich raus. Oh. Liegt an dem Laden. Also, Entschuldigung, aber... Oh! Alter, vier, ich hab's euch gesagt.